Herzlich willkommen bei Autonotizen. Kinofans ärgern sich ja natürlich auch ein bisschen über die aktuelle Situation. Zum Beispiel ist der nächste James Bond Action Thriller No Time to Die verschoben worden von April auf November 2020. Autofans können dann also auch erst später wieder ziemlich viele coole Autos im James Bond Film in Action sehen. Aber wir bei Autonotizen, dem Kanal, den ihr bestimmt schon abonniert habt, wenn nicht, dann macht ihr das jetzt und schaut die Videos, kommentiert die Videos und ihr besucht natürlich auch die Website autonotizen.de. Wir haben ein Herz nicht nur für Autofans, sondern auch für Kinofans. No Time to Die gilt nämlich auch für die Zeit bis zum Start des neuen Films. Wir haben heute ein fast echtes Bond-Auto hier und das darf ich heute mit und für euch anschauen. In Midnight Blue steht er hier, das ist der Aston Martin DB11. Der kam 2016 als Nachfolger des DB9 auf den Markt, auf einer neuen Plattform. Warum gab es denn keinen DB10? Den gab es schon, aber nur in homöopathischen Mengen. Ganze 10 Exemplare vom DB10, DB10 wurden gebaut. Der hatte seine Gastrolle im letzten James Bond Film Inspector. Es wurden Autos nur für die Filmproduktion und für PR-Zwecke gebaut. Einer wurde dann versteigert, aber der DB11 ist sozusagen das Serienprodukt davon. Ein 4,75 Meter langer Sportwagen, den es mittlerweile mit zwei Motoroptionen gibt. Einmal den Aston Martin V12 Motor, 5,2 Liter Hubraum, der von Aston Martin Ingenieuren bei Ford in Köln montiert wird. Und hier unter der Motorhaube steckt der noch frischere Antriebsstrang als zusätzliche Option. Hinter der Vorderachse als Front, zurückversetzter Front- oder Front-Mittelmotor, 4 Liter Hubraum, V8, 2 Turbolader, 510 PS. Und den Motor kennt man ziemlich gut, denn es gibt die Technik-Liaison zwischen Mercedes-Benz oder dem Daimler-Konzern und Aston Martin. Das ist der Mercedes-AMG 4-Liter-Motor, aber Aston Martin sagt, er ist Astonized, das heißt, der Motor wird geliefert, es wird Hardware angepasst, die Motorsteuerung, also alles wird auf Aston Martin Bedürfnisse angepasst und adaptiert. Und dann natürlich gibt es auch die Final Inspection und hier haben wir Harrison Black, der diesen Motor für dieses Auto inspiziert hat. Beginnen wir mit einem kleinen Blick zurück in das Geschichtsbuch. 1913 wurde die Marke Aston Martin in Großbritannien gegründet. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden nur einige hundert Fahrzeuge gebaut. Und dann im Jahr 1947 hat ein Industrieller namens David Brown, der auch viele andere Firmen hatte, die Marke, das Unternehmen übernommen. Und dann ging es so richtig los mit der Produktion von Sportwagen. Und seitdem heißt jeder Aston Martin oder fast jeder mittlerweile DB. Das sind eben die Initialien für David Brown, also so die Verbeugung an den Retter von damals, so können wir es nennen. Im Laufe der Jahrzehnte gab es diverse Eigentümerwechsel. Die Marke gehörte eine Zeit lang auch zur Ford Motor Company als Teil der Premier Automotive Group. Zwischenzeitlich gab es einen Börsengang, Investorengruppen, die rein sind. Und das Modellprogramm von Aston Martin besteht aktuell aus 4 Modellen. Das neueste davon, fahren konnte man das noch nicht, ist das erste SUV der Marke, der DBX, also so der römische DB10 oder DB10 vielleicht. Dann gibt es den DBS als Topmodell, darunter den Vantage und die goldene Mitte eben der DB11, den gibt es als Coupé und als Cabrio, die heißen bei Aston Martin traditionell Volante. 4,75 Meter, ich sagte es schon, ist er lang und man kann ihn natürlich aufwendig konfigurieren. Hier haben wir ihn eben in dunkelblau auf 20 Zoll Leichtmetallfelgen, 10 Speichen Leichtmetallfelgen, die eine Zweifarboptik haben. Diese Dachholme kann ich zum Beispiel in Silber und in Weiß bestellen, das Dach auch. Hier haben wir das Dach in Schwarz und die Dachholme in Schwarz.
es geht weit nach außen hier hinten, eben die breiteren Reifen hinten, die breitere Spur, eine aerodynamisch ausgetüftelte Karosserie. Da zeige ich euch noch ein Detail. Wir haben hier diese Lufteinlässe. Aeroblade sagt Aston Martin zu der ganzen Technologie. Und die haben eine aerodynamische Funktion, denn der Luftstrom soll hier am Radkasten vorbei, hier kanalisiert werden, geht dann hier an den Seitenfenstern hinten in die Karosserie rein, auf beiden Seiten, und wird dann hinten gesammelt, hinterm Auto ausgelassen. Und das soll eben die Aerodynamik natürlich beeinflussen, positiv beeinflussen und massiv verbessern. Meine persönliche Schokoladenseite vom Aston Martin DB11 ist die Heckpartie. Die finde ich sehr futuristisch. Sieht auch 4 Jahre nach der Markteinführung immer noch aus wie ein Concept Car. Wir sehen diese flachen Rücklichter hier. Die sind jetzt hier in Smoked Optik, so nennt Aston Martin das. Man kann sie optional auch in roter Optik bestellen, dass es eben noch mehr eine Rückleuchtengrafik hat, wenn da nichts leuchtet. Hier oben sehen wir einen kleinen eingelassenen Spoiler. Der fährt dann, glaube ab 145 km/h nach oben, soll aber eben im Stand nichts verunzieren. Hier unten dann hochglänzend schwarze Elemente, kann ich natürlich auch alles in verschiedenen Optiken und Grafiken bestellen. Und die beiden Endrohre der Abgasanlage, die dann sozusagen das Auf Wiedersehen des 4 Liter, doppelt aufgeladenen 4 Liter V8s nennen. Schauen wir ihm doch jetzt mal, denn auch Geheimagenten wie James Bond oder profane Menschen wie ich wollen ja mal zum Einkaufen oder in die Ferien fahren. Und deswegen schauen wir auch dem DB11 natürlich in den hier mit braunem Teppich ausgekleideten Kofferraum. Stilecht British. Der Regenschirm natürlich hier passend installiert. Kann ich ihn gleich rausnehmen. Der Kofferraum fasst im Coupé 270 Liter. Also 2 Sporttaschen und noch so ein bisschen Krimskrams passt da schon hinein. Und das sollte dann für den gepflegten Ausflug zum Wochenendhäuschen durchaus ausreichen. Und wie es sich auf dem Weg dorthin so bettet, das finden wir jetzt im Innenraum raus. Die Türgriffe klappen dann aus, wenn sie gebraucht werden, also aerodynamisch optimiert. Die Türen öffnen so leicht nach oben und die Einstiegsleiste empfängt einen mit der Information Handbuilt in England, also handgefertigt in England, ist der Aston Martin DB11. Und wenn die dann hier per Hand das Auto zusammenbauen, dann bauen die da auch Teile ein, nicht nur im Motorraum, sondern auch im Innenraum, die dem einen oder anderen Fahrer eines Mercedes-Benz-Fahrzeugs bekannt vorkommen dürften. Denn die Infotainment-Architektur oder das ganze Modul auch mit der Klimaautomatiksteuerung ist eben auch aus dem Schwabenländle als Techniktransfer gekommen. So auch diese Handauflage mit dem Control-Pad hier. Also das kennt man, das entspricht dem Mercedes-Benz-Command-System. Dann kann ich hier die Hand eben auflegen, kann ich hier durchs Menü surfen. Wenn wir zum Beispiel von hier mal auf den Monitor schauen, dann sieht man, wie ich hier mit der Hand mich durch die Menüs manövrieren kann. Kann das aber gleichzeitig auch mit dem dahinter versteckten Drehregler. Das funktioniert natürlich dann während der Fahrt ein bisschen besser. Und auch was hier drin ist, Navi und Mediennutzung, kennen wir alles von Mercedes-Benz. Command heißt aber auch kein Apple CarPlay, kein Android Auto. Also das Smartphone wird über Bluetooth verbunden. Und dann kann ich natürlich dann hier auch Musik hören, wenn ich die Musik hören will und nicht dem Motorklang lauschen möchte. Die Sitzaus- oder die ganze Innenausstattung, die kann man natürlich auch frei konfigurieren. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Lederfarben. Hier ist ein schönes dunkles Braun mit weißen Kontrastnähten. Sehr schick. So auch hier auf der Armauflage, die elektrisch verstellbar ist. Da gibt es dann hier einen Knopf. Da fährt die dann zurück. Gibt es Raum für ein Ablagefach. Da liegt jetzt hier die Zulassungsbescheinigung, also der Fahrzeugbrief und das Bordbuch drin. Dann kann ich hier auch noch einen Cupholder ausklappen. Und dann auch wieder elektrisch die Armauflage zufahren. Die Sitzverstellungen sind hier an der Seite, auch angelehnt an die echt gute ergonomische Mercedes-Sitzbedienungsarchitektur. Hier auf der Innenseite kann ich also Fahrer-Beifahrersitz vielfältig einstellen. Den Innenraum hinten zeige ich euch jetzt nicht. Wir haben hier zwar Sitzschalen mit Isofix, da passt aber ja niemand rein, der Beine hat. Und ein richtiger Geheimagent, der macht da natürlich den Sitz möglichst weit nach vorne, damit er dann eben doch das Bond-Girl
mitnehmen kann oder vielleicht ein Bösewicht beim MI6 abgeben kann. Dann blickt er nach vorne auf das steil stehende Lenkrad, zwei große Metallschaltwippen dahinter. Es ist im Gegensatz zu AMG, wo ja der 4 Liter V8 mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe arbeitet, hier eine 8-Gang Wandlerautomatik von ZF drin. Die schaltet immer perfekt. Wir schauen uns das nachher während der Fahrt an, aber ich kann hier eben manuell eingreifen. Dahinter drei digitale Displays, in der Mitte groß der Drehzahlmesser mit der Geschwindigkeitsangabe und dann kann ich mir hier die Anzeigen konfigurieren, auf der rechten Seite hier die klassischen Bordcomputer-Angaben und kann dann aber hier auch Navigationshinweise, Radiodaten, Mediendaten mir hier aufrufen, auch dann Informationen zum Service, also wie es dem Auto so geht. Hier drüber ist eine Taste zur Einstellung von zwei verschiedenen Modi. Ich habe einmal den GT-Modus, das ist der Reisemodus, dann wird bei 6800 Umdrehungen hochgeschaltet. Der S-Modus, dann hört man hinten auch, die Klappe geht auf, der Auspuff wird ein bisschen lauter, der Antriebsstrang wird alles ein bisschen direkter und dann gibt es noch den Sport-Plus-Modus für die richtig harten Jungs, wo einfach alles nochmal ja, mehr Dampf hat, die Start-Stopp-Automatik, die natürlich auch so ein Aston Martin mittlerweile hat, wird deaktiviert. Und das wäre dann was für die Rennstrecke. Auf der anderen Seite des Multifunktionslenkrads kann ich dann die Dämpfercharakteristik einstellen. Es gibt serienmäßig adaptive Dämpfer hier im DB11. Da gibt es den Sport auch und Sport Plus Modus. Aber ich empfehle auch hier den GT-Modus. Dann ist es eben ein durchaus komfortables Langstreckenreisen, was möglich ist. Und dann kann ich hier noch die Lautstärke der Musik oder des Telefonates verändern und auch sowas Modernes wie eine Sprachsteuerung aktivieren. Hinter dem Lenkrad, das ist auch wieder typisch Mercedes-Benz, sehen wir nur einen, nicht zwei Lenkstockhebel. Wir haben hier den linken Hebel für die Blinker und dann ist hier an der Seite die Bedieneinheit für die Scheibenwischerbedienung auch mit dran. Licht wird dann unten über den Drehschalter eingeschaltet. Die Automatik hat keinen Wählhebel hier. Wir sehen ja hier eben diesen Command-Controller, sondern wir haben diese Druckknöpfe hier für die Einstellung der Fahrstufen und in der Mitte ist natürlich der Knopf der Fans und bestimmt euch als Zuschauer und mich auch jetzt am meisten interessiert, das ist der Knopf zum Start des Motors. Ich sage jetzt auch in diesem Video, obwohl ich nicht hinten im Auto saß, ich bin 1,92 Meter groß, also relativ groß und finde hier super Platzverhältnisse vor. Der Sitz ist angenehm geschnitten, hat auch einen guten Seitenhalt, engt dabei aber nicht so sehr ein und trotz der integrierten Kopfstütze ist er hoch genug. Das ist ja nicht immer der Fall mit so integrierten Kopfstützen, also ich kann hier sehr bequem sitzen. Und so im Stadtgebiet ist das Auto auch ein echt angenehmer Cruiser. Ehrlicher, lässiger Klang aus der Auspuffanlage des doppelt aufgeladenen V8, also nicht irgendwie ein zu künstlich effekthaschendes Geschreie, Geschwurbel, Gebrubbel. Super Position hinter dem steil stehenden Lenkrad, Hinterradantrieb, der natürlich auch hier beim Rausbeschleunigen schon ordentlich Dampf machen kann. Und man ist eigentlich ganz schnell immer da, wo man sein will. Man könnte es fast das Picard-Manöver nennen. Wer Star Trek-Fan ist, hat aufgepasst. Zwei Positionen im Weltraum zur gleichen Zeit. War übrigens nicht mit der Enterprise, sondern mit der Stargazer. Und zurück jetzt aber hier zu weltlichen Beschleunigungsorgien. 300 km/h ist die Spitze des DB11. Wenn man denn möchte, auf der Autobahn sturgerade ausfahren kann jeder. 4,0 Sekunden 0 auf 100 ist natürlich ein Wert, der auch am Stammtisch sowie in der Realität für Entzücken sorgt und 675 Newtonmeter maximales Drehmoment, die von der ZF-Automatik wie jetzt hier Tempo 70 Vollgas echt immer perfekt auch sortiert werden. Das war jetzt der kurze Stint von irgendwie gut 70 auf knapp 100 km/h. Also selber schalten lohnt eigentlich gar nicht mit den Schaltpedals, meine persönliche Meinung.
Ich fahre am liebsten im Sportmodus, lasse die adaptiven Dämpfer aber auf der GT, auf der Reisestellung. Dann ist der Sound ein bisschen angeschärft und die Federung komfortabel. Wenn ich in den Sport Plus Modus schalte, dann bleibt das Getriebe auch immer in dem Gang, den ich ausgewählt habe. Dann machen natürlich die Schaltpedals Sinn und damit wird also der Fahrer auf einer Rennstrecke zum Beispiel nicht von der Automatik überstimmt, komme was wolle. Komme was wolle gilt natürlich auch für die Bedienung. Man kann das über das Multifunktionsdenkrad oder den Controller, ich zeige euch das, alles einstellen. Es ist aber schon so ein bisschen fummelig, wenn ich zum Beispiel jetzt Musiktracks oder Radiosender weitermachen will, denn irgendwann möchte man auch mal in so einem V8 Sportwagen Musik hören. Da muss man schon auch mit der Walze im Lenkrad genau treffen, wohin. Also da merkt man, dass auch dieses von Mercedes-Benz übernommene Infotainment-Bedienkonzept nicht mehr das allermodernste ist. Mal schauen, was Aston Martin-Modelle in der Zukunft dann da so als Nachfolgegeneration auf den Markt bringen. Über den Benzinverbrauch sollte man natürlich auch sprechen, klar. Den kann man auch sehr variabel gestalten. Im Testalltag waren es bei mir jetzt 15,5 Liter, aber hallo, das geht für einen 4 Liter V8 mit 510 PS. Man kann aber auch, wenn man es fliegen lässt, das durchaus so auf 25 Liter und so hochschrauben. Der Normwert ist, glaube ich, bei um die 10 Liter. Das ist natürlich extrem realitätsfremd, denn man kauft sich so ein Auto nicht, um nur niedertourig irgendwie durch die Lande geradeaus zu fahren. Es bleibt wirklich kompakt festzuhalten, dass es ist ein großes Auto, aber der wirkt nicht so ausladend und fett wie zum Beispiel ein Audi E8, wo man auch auf engen Straßen denkt, oh, das Auto ist zu breit, ich kann gar nicht so sportlich fahren, wie ich das denn gerne machen würde. Da ist er also schon, trotz auch einer Breite von fast 2 Metern, irgendwie handlich genug, übersichtlich genug, trotz der miserablen Sicht nach hinten, aber über die Spiegel klappt es wunderbar, dass man sich und dem Auto überall viel zutraut. Der DB11 mit V8 ist der erste Aston Martin, den ich fahre. Mich begeistert die Handlichkeit und ich vermute mal, das behaupte ich jetzt einfach, das ist dann auch schon der Vorteil im Vergleich zum V12, der irgendwie über 100 Kilo mehr Gewicht hat und das natürlich größtenteils vorne, wo der schwere Motor zwar hinter der Vorderachse, aber doch vorne thront und dann, weil manchmal glaubt man ja, wenn ich mir so einen Sportwagen kaufen muss oder auch fürs Autoquartett, dann muss es die Top-Motorisierung sein. Der V12 hier mit 639 PS, bestimmt auch sehr lässig. Aber so ein V8 ist natürlich dann noch so ein bisschen agiler und er hat natürlich schon auch einen extrem geilen Klang. Meine Mission ist vorbei. Nachdem ich nicht dem MI6 angehöre wie Mr. Bond, ist sie auch nicht geheim. Darum durftet ihr teilhaben am Fahrerlebnis Aston Martin DB11. Wie ich finde, ein echt guter Grand Tourer, ist ein Sportwagen, aber kein aggressiver Supersportwagen, der dich fordert, sondern er kann echt auf Langstrecke auch entspannt fahren. Er ist natürlich unglaublich schnell. Er liegt bei jedem Tempo gut auf der Straße und ist ja so der Gentleman's Racer, wobei Racer auch schon wieder ein bisschen übertrieben ist, der Gentleman's Sports Car for Everyday, würde ich sagen. 187.700 Euro ist der Grundpreis. So eine offizielle Preisliste gibt es nicht, aber dann je nach Optionen ja, hat so ein DB11, wenn man denn mal einen sieht, ich glaube 180 Autos wurden 2019 in Deutschland zugelassen, also sehr exklusiv, dürfte der so einen Wert von 220.000, 250.000 Euro haben ungefähr. Und ja, damit ist er natürlich in einem Mitbewerb wie auch ein Porsche 911 Turbo und andere Autos, aber hier eben exklusiver und für viele vielleicht, weil die Marke nicht so bekannt ist, das Auto zurückhaltend gestaltet ist, so ein bisschen ja, die diskretere Alternative zu einem Porsche Turbo mit großen Flügeln und so weiter. Die
V8-Modelle gehen vielleicht in die Geschichte ein, denn Aston Martin hat britischen Medien gegenüber bestätigt, dass die Tage des V8 gezählt sein sollen, weil man selber gerade, wie er bekannt ist, den V6 Hybrid entwickelt. Das Projekt Valhalla wird das erste Modell sein mit diesem Antriebsstrang und der soll dann auch in andere Aston Martin Modelle einziehen. Was mit dem V12 passiert, ist natürlich auch eine Frage, wie lange der noch lebt. Vielleicht habe ich jetzt hier schon die nächste Mission, zumindest in meinem Kopf. Da muss ich natürlich noch mit den richtigen Leuten sprechen, um an so ein Auto heranzukommen. Auch mal den V12, entweder im DB11 oder dann im größeren DBS zu fahren, um hier natürlich auch euch einen fundierten Fernvergleich bieten zu können. Das war es bei dieser nicht James Bond, aber zumindest James Bond Lückenedition von Autonotizen mit dem Aston Martin DB11. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr musstet dafür auch nicht ins Kino oder ins Autokino gehen. Den Alltagstest gibt es wie immer auf autonotizen.de. Ich verlinke es unten. Danke an den geheimen Mitstreiter, den Andi, fürs Filmen und bis zum nächsten Mal, wenn wieder ein Auto vor der Kamera steht, das vielleicht kein Filmauto im klassischen Sinne ist, aber zumindest natürlich hier bei Autonotizen in den Mittelpunkt gerückt wird, so wie heute der DB11. Danke, bis dann, ciao.